Hallo zusammen, euer Erik aka Zickzerek begrüßt euch zu den Tag of News. Heute die Themen: Dynamische Events, Keypreisreduzierung, der dritte Mutant Nerf, russischer Entwickler-Podcast mit Infos zu Lighthouse und der Mobile-App. Fünfter EFT-Community-Podcast. Der fünfte EFT-Community-Podcast steht vor der Türe. Und wie ihr wisst, bin ich der deutsche Übersetzer. Also wir übersetzen das Ganze immer live auf Twitch. Solltet ihr Fragen haben, die in diesem Podcast bearbeitet werden sollen, könnt ihr sie jetzt gerne an mich weiterreichen. Wir haben noch etwas Zeit bis zum Podcast. Schreibt sie mir über Discord, über Instagram, wie ihr möchtet. Auch gerne einfach unten hier in die Kommentare rein. Ich werde das alles sammeln und dann gebündelt abgeben. Diese Fragen werden dann in dem Podcast, eventuell sogar von Nikita selbst, beantwortet. Jetzt zu den News. Let's go. Das erste dynamische Event ist gestartet, das sogenannte Hitze-Event. Und zwar wurde 4 Tage lang eine kochende Hitze angekündigt. In dem Bericht wird angegeben, dass ein Hochdruckgebiet auf die Region Norwinsk zukommt und die Temperatur bis zu 36 Grad steigt. Bisher sind solche Events ja primär aus den Pre-Vibe-Events bekannt und es ist großartig, dass solche Events jetzt auch mitten im Vibe kommen. Laut russischem Entwickler-Podcast sind sogar 60 bis 80 solcher dynamischen Events geplant, jede für sich einzigartig sind und nur einmal vorkommen werden. Solche Events sind eine tolle Abwechslung für das Spiel, unvorhersehbar und auch gleichzeitig ein fantastischer Test für die Entwickler. Heute am 4. August erreicht uns die nächste Nachricht, und zwar eine relativ kryptische Nachricht auf Russisch. Die schlussendliche Nachricht beinhaltet, dass die Schlüsselpreise runtergehen. Händler geben also weniger für einzelne Keys. Dadurch, dass der Faktor für die Flohmarktgebühren direkt von dem Grundpreis eines Items abhängt, können Keys jetzt an sich nicht mehr so auf dem Flea-Market verkauft werden. Besonders auswirkend tut sich das natürlich bei sehr teuren Keys, zum Beispiel bei den Labs-Karten. Während wir bei einem Factory Key um eine Preisreduzierung von 20.000 Rubel reden, sind wir bei einer Blue Keycard bereits bei mehreren Millionen. Ob das Ganze jetzt ein dynamisches Event ist, also in 4 Tagen zurückgenommen wird, oder eine permanente Änderung sein wird, werden wir bald sehen. Der dritte und heftigste Mutant Nerf ist da. Zuerst wurde das Recoil genervt, dann wurde der Preis um 20.000 erhöht. Anstatt Skier 3 braucht man dann Skier 4, um die Mutant zu kaufen. Und jetzt ist ein weiterer Recoil Nerf gekommen, plus ein Nerf für alle Schalldämpfer, was in der Kombination den Mutant krass runterreißt. War der Mutant in der Lowest Meta Recoil Variante noch bei vertikal 36 Recoil-Punkten, ist sie jetzt auf 50 angestiegen. Das bedeutet, dass das Bild ohne Schalldämpfer mittlerweile sogar besser ist als die ehemalige Meta-Variante mit Schalldämpfer. In dem russischen Entwickler-Podcast gab es außerdem weitere Informationen zu Lighthouse. Und zwar hat Nikita gesagt, dass er befürchtet, dass Lighthouse 2021 nicht mehr klappen könnte und sich eventuell aufs nächste Jahr verschieben könnte. Da Lighthouse noch vor Streets of Tarkov kommen soll, würde das natürlich bedeuten, dass auch Streets of Tarkov sich weiter nach hinten verschieben könnte. So schlimm das alles auch klingt, würde es ein Riesenproblem lösen, nämlich diese ewige Diskussion über Soft-Vibe und Hard-Vibe. Denn wir wissen, dass ursprünglich zu Streets of Tarkov gewiped werden sollte und was bei Lighthouse passiert, war noch völlig unklar. Sollte Lighthouse aber erst Anfang nächsten Jahres kommen, wäre dieses Problem komplett gelöst, da man einfach zu Lighthouse vipen könnte. Da jetzt aber auch Lighthouse gestückelt kommen soll, also erst ein Teil von Lighthouse released wird, bleibt es hier noch komplett spannend und ja, wir können uns hier komplett überraschen lassen, was passieren wird. Dagegen bestätigt wurde Voice over IP für Version 12.12. Entgegen dem, was wir bisher wussten, wird Voice over IP frei sein. Das bedeutet, ähnlich wie bei DayZ, funktioniert das Ganze über Distanzannäherung. Das heißt, das Ganze ist offen und jeder kann tatsächlich mit jedem reden. Die letzte Information, die wir dazu hatten, waren nämlich ursprünglich Kanäle, in der sich Spieler treffen können und gemeinsam reden können. Missbrauch dieses offenen Voice-over-IP kann man jetzt reporten und sollte das Ganze komplett schiefgehen und nicht klappen, wird man auf diese Kanalgeschichte zurückgreifen. Das heißt, das offene Voice-over-IP wird dann abgeschaltet und die ursprüngliche Idee wird wieder aufgegriffen, dass man nur in eigens erstellten Kanälen miteinander kommunizieren kann. Mein persönliches Highlight ist aber die Mobile-App. Die Mobile-App ist seit über einem Jahr in Entwicklung und man ist momentan noch unzufrieden mit dem Stand dieser App. Nikita sagte aber, dass die App definitiv kommen wird. Unter anderem wird man dann Dinge aus der Versicherung abholen können, im Flea-Market handeln, also einkaufen und verkaufen und sein Hideout managen, sowie Hideout-Crafts starten können. Alles aus der App. Und das sind sogar nur einige der Punkte, die kommen sollen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin mega hyped auf diese App. Wenn die kommt, ich würde sogar eine Alpha-Version davon runterladen.
Es gab auch einige Infos zu dem Scav-Karma, allerdings mit den ganzen Änderungen, die bis jetzt kamen, ist das Thema für ein komplett eigenes Video. Das werden wir die nächsten Tage mal raushauen. Also wirklich nochmal eine komplette Übersicht über dem, was passiert ist und was kommen wird und so weiter und so fort. Ich hoffe, das Ganze hat euch etwas geholfen und gefallen. Wenn ihr mich live sehen möchtet, ich bin auf Twitch unterwegs, kommt gerne vorbei, würde mich freuen. Ansonsten sage ich bis zu den nächsten Twitch-News, bis zu den nächsten Escape from Tarkov-News. Bleibt gesund, bleibt sauber. Ciao, 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 ciao. Bye, bye.